So. Ich hoffe, jetzt ist es besser. Hin, dass er ist da. Gehen wir mal dahin. So. Vielleicht können wir jetzt Ich die kenne Schnecken diese nehmen. Schnecken. Purpurschnecken werden sie genannt. Zur Verteidigung sondern sie ein Sekret ab, das stinkt und sich in der Luft purpur färbt. Es wird als Färbemittel benutzt. Aha, vielleicht können wir. Das ist die Flasche dieses Energy Drinks. Ich glaube kaum, dass ich etwas in der Art hier auf dem Laut. Ja. Das ist die. Ich weiß nicht genau, was für ein Farbstoff in so einen Energy Drink gehört, aber was spricht gegen Purpur? Tja, dein Verteidigungsmechanismus wirkt nicht allzu gut, oder? Beruhige dich. Ich habe, was ich brauche. Das Färbemittel kommt in die Flasche. Ja, jetzt haben wir das zumindest. Fehlt noch einiges. Vielleicht kriegen wir das da drin. Das Tor ist verschlossen. Ah. Ich bin nicht sauer auf das Vieh. Zwar ist es genauso wie Nate wortlos verschwunden, aber es gehört zu Nate. Wo Nate ist, ist auch das Vieh. Zum Beispiel im Büßerbalken in einer Gerichtsverhandlung. Büßerbalken. Das Geschäft. Warum war das nicht offen? Vielleicht, weil es Nacht ist? Trotzdem. Ja. Zur Pirateninsel. Das war nur eine Idee. Keine Ahnung. Kopftücher für Piratenglatzen. Verwegene Augenklappen, abgerissene Seile als Gürtelersatz. Nein, das kann ich alles nicht gebrauchen. Moment! Aber hier. So ein Haken könnte nützlich sein. Okay. Ich hab's gewusst, dass wir nochmal schauen sollen da. Ja, Gott sei Dank. Und das passt. Nein, nicht den Erzmagier. Sind Erzmagier aufhängen? Ich müsste die Manschette des Hakens eng ums Seil knoten können. Soll ich einen Enterhaken? Hält. Oder einen Angelhaken. Für was? Ja, weiß ich nicht. Okay. Aha. Ich kann auf Shift darüber schauen. Ah. Oi, jetzt musste ich rüberhangeln. Hoffentlich nicht. Oder balancieren, noch besser. Ja. Aber sie redet nicht. Sie macht's einfach, sie kann das eh. Okay, dann schauen wir uns mal da um. Und ein Tuch. Das ist Nates Glückskopftuch. Er hat es immer getragen, wenn er mit der Mary in stürmisches Wetter geraten ist. Das Vieh und ich haben uns darüber lustig gemacht, dass es jedes Mal mit Glück zu tun hat, wenn Nate hinters Steuerrad tritt. Oder auch nicht. Vielleicht war es wirklich das Tuch. Kann auch sein, ne? Butterblume ist zu erschöpft, um mich noch viel weiter zu tragen. Aber die Mary kann ich auch nicht einfach stehlen. Sie und Nate sind ein eingeschworenes Team. Sie würde nicht auf mich hören. Ah, schau, was wir da haben. Nate und das Vieh halten nicht viel von Ordnung. In den ersten Tagen unserer Rundreise mit der Mary habe ich noch hinter ihnen hergeräumt. Das habe ich dann aber schnell aufgegeben. Ja, würde ich auch. Kann ich eigentlich das mit dem kombinieren? In Ordnung. Ich schneide die Scheiben so dünn wie möglich. Genau. Jetzt kannst du Chips da machen. Vielleicht brauchst du noch Öl.
Salzen. Noch. Salzen. Mit Salz verbinden. Die dünnen Kartoffelscheiben kommen in die Pfanne. So. So. Und jetzt das Salz noch dazu. Die Schalen habe ich dran gelassen. Das sorgt für extra Geschmack. Aha. Okay. Sobald ich ansonsten fertige Kartoffelchips habe, kann ich sie salzen. Ach so, zuerst kochen und dann salzen. Okay, passt. Genau, brauche ich noch ein Öl. Alles klar. Kanone. Nachdem wir die Erzhexe besiegt hatten, kehrten wir zurück zum Tempel, wo wir die Mary zurückgelassen hatten. Wir flogen mit ihr nach Seefels und Nate feuerte 3 Salutschüsse ab. Es gab nur wenige Verletzte, aber ich bat ihn trotzdem, damit aufzuhören. Als ich Nate zum ersten Mal sah, saß er in genau diesem Käfig. Die Kopfgeldjägerin Marsas hatte ihn geschnappt. Und er schaffte es, mich davon zu überzeugen, er sei ein fähiger Luftschiffkapitän, der mir bei meiner Aufgabe helfen könne. Ich fand ihn unverschämt und großspurig und ungeschickt und irgendwie auch süß. Oh. Ich hätte mich nicht mit ihm einlassen sollen. Das Herz ist ein schlechter Ratgeber, wenn es um Liebe geht. Dose. Eine klebrig aussehende Dose mit irgendeiner Art von Schleim. Wir sind damals nicht auf direktem Weg von Seefels in den Elfenhain geflogen. Wir haben einige Abstecher gemacht und uns Aventasien angeschaut. Einmal trieben wir 3 Tage und Nächte über dem Meer, weil Nate und Wilbur versucht hatten, der Dampfmaschine mehr Power zu geben. Es war wunderbar. Die Ruhe, das Meer, das Mondlicht und die beiden Ingenieure, wie sie das Ding jeden Tag nur noch kaputter machten. So, dann können wir jetzt endlich runter. Jetzt haben wir uns alles angeschaut, aber da dürfen wir nicht vergessen, dass da eine Dose mit Schleim war. Mhm. Für was auch immer wir die brauchen dann. Puh, jetzt ist er aber wirklich schon sehr schwanger. Prinzessin Ivo? Was tust du denn hier? Hallo Mary. Bist du hier, um Kapitän Nate erneut das Herz zu brechen? Das ist hat die Mary. Er mir das erzählt? Er hat mich verlassen. Einfach so. Das ist doch lächerlich. Er liebt dich. Er ist voller Hoffnung von Bord gegangen. Und 30 Minuten später war er ein anderer Mensch. Du hast Nein gesagt, richtig? Er wollte mir also in der Nacht einen Heiratsantrag machen? Er hatte einen Ring. Und er hat sich einen feinen Anzug aus dem Schrank da genommen. Ja, ein Antrag mit allem drum und dran. Boah, wie romantisch. Er war so nervös. Er hat den ganzen... Mich hat er kein einziges Mal gefragt. Nicht? Ich war überzeugt, deine Ablehnung war der Grund für unsere plötzliche Abreise. Ich habe einige unschöne Dinge über dich gesagt. Aber Kapitän Nate wollte davon nichts hören. Als er mit dem Ring die Kajüte verließ, habe ich ihn zum letzten Mal glücklich gesehen. Aha. Er ist einfach verschwunden, ohne ein Wort. Und einen Heiratsantrag habe ich nie bekommen. Aber es muss doch etwas vorgefallen sein. Warum sollte er einfach gehen? Ich wachte auf und wollte rüber zu ihm. Aber Mutter fing mich ab. Sie erklärte mir, Nate sei in der Nacht ohne Nachricht verschwunden. Ich war mir sicher, dass es nur ein Missverständnis war und er zurückkehren würde. Aber er kam nicht. Oh, Schätzchen, das ist ja schrecklich. Erst war ich verzweifelt, dann wütend. Irgendwann habe ich mir selber Vorwürfe gemacht. Ich bin eine moderne Elfenprinzessin. Warum heule ich wie eine dumme Göre, nur weil mich ein Kerl verlassen hat? Und was hat euch nach Tugator verschlagen? Kapitän Nate ließ sich in Bonzing mit einem kleinen Kopfgeldjäger ein. Ein Gnom, glaube ich. Ich wollte es kaum glauben, als er mir den Kurs gab. Aber er meinte, es sei sehr wichtig. Das Wichtigste auf der ganzen Welt. Eine verfluchte magische Lampe war ihm also das Wichtigste. Hm? Als Tugator am Horizont erschien, hat Nate sich vom Kopfgeldjäger in Ketten legen lassen. So wie ich vom roten Piraten in Ketten gelegt wurde, als wir die Insel schließlich erreichten. Am nächsten Tag spürte ich, wie die Kette sich löste. Dann gab es viel Geschrei und Lärm. Und seitdem frage ich mich, was los ist.
Ja, was ist Und los? Dann kam ich die Treppe hinunter. So ist es. Die Prinzessin, die meinem Kapitän so viel Kummer bereitet hat. So dachte ich zumindest. Was immer der Grund für seine Flucht war, er hätte mir nicht einfach ohne Erklärung den Rücken kehren dürfen. Nicht, dass ich ihn verteidigen will. Aber vielleicht hat er kalte Füße wegen eures Kindes bekommen. Ich wusste gar nicht, dass ihr schwanger seid. Ich gratuliere euch. Oh, das Kind ist nicht von ihm. Was? Du verlogenes Miststück! Aha. Meinem Kapitän näht schöne Augen machen und dann mit anderen herumhuren? Und ich, gutgläubige Schnepfe, hätte dir deine Lügen beinahe abgenommen. Na, warte! Ungefähr so hat Nate auch reagiert. Ich habe und hätte ihn nie betrogen. Meine Schwangerschaft ist mir selbst noch ein Rätsel. Na, aber danke für euer Vertrauen. Ja. Da haben wir einen Ofen schon. Im Ofen glüht ein ganzer Haufen Kohlen. Vielleicht nicht genug, um der Mary Dampf zu machen. Aber sicherlich genug, um ein halbes Schwein mit Erdbeermarmelade und sauren Gurken zu grillen. Bäh. Habe... Oder Chips. Habe ich das gerade gesagt? Jo. Zucker. Das Vieh schüttet Unmengen Zucker in seinen Tee. Das hat es von Nate. Sie haben beide den Sinn des Teetrinkens nicht verstanden. Man erhitzt Wasser, gibt Tee hinzu und tut dann so, als würde es nach irgendetwas schmecken. Zucker und Milch stören da nur. Stimmt gar nicht. Eine gute Handvoll. Urlecker. Das muss reichen. Tee mit Milch. Zucker? Eine nicht zu unterschätzende Menge Zucker. Grundlage vieler Getränke. Zack. Ja. Zucker und Farbstoff sind schon mal drin. Fehlt nur noch Wasser. Genau. Wollte ich gerade sagen. Wir hatten viel Spaß mit dem Schrank. Oder vielmehr mit den Kostümen da drin. Wir haben jeden Abend eine kleine Modenschau veranstaltet. Vor allem Vieh und Wilbur sahen die meiste Zeit zum Schreien aus. Eine schöne Zeit. Chaos, wohin das Auge blickt. Nate ist und bleibt ein Pirat. Und daran wird sich nichts ändern. Die Mary ist genau wie Nate. Sie zieht einfach falsche Rückschlüsse und gibt mir keine Gelegenheit, mich zu erklären. Das ist so unfair. Nate behauptet immer, er hätte den Schminktisch des roten Piraten noch nicht rausgeschafft, weil er nicht durch die Luke passe. Naja. Aber meine Theorie ist, dass sich der feine Herr selber ganz gerne von Zeit zu Zeit im Spiegel betrachtet. So. Wo kriegst du Öl her? Vielleicht ist das der Schleim, das Öl. Wie es im Bauch schon haltet. Ja, spiel mal mit ihm, oder? Da muss irgendwo Wasser sein. War denn nicht irgendwo was mit Wasser? So, der Trog. In Ordnung. Ja, die Flasche passt. Ist voll. Sehr gut. Energy Drink. Was muss sie damit machen? Ja, das wollen die haben, schau. Ach so, ja. Wie es aussieht, muss ich eine Flasche von diesem seltsamen Energy Drink, ein paar Kartoffelchips und Toilettenpapier besorgen. Seltsame Opfergaben. Kartoffelchips muss doch machen?